Hey ho, meine Legionäre, und willkommen zu einem kleinen, ja, Congress Blade Talk, nenne ich es mal. Ich möchte auf das eingehen jetzt, wie es derzeit, ja, in dieser Season läuft. Was meine Meinung zur Season ist, was meine Meinung zur Season-Einheiten sind und was der generelle Stand des Spiels derzeit ist. Meinung zur Season, jetzt, da die Season fast abgeschlossen ist. Die erste Kavallerie, also die blaue Einheit, ist so, naja, ich persönlich habe sie nicht gefeiert. Manche sagen, ja, die sind ganz gut. Die Treuen von Parzival sind eigentlich so ein recht solider Schildwall und sie können halt Speere werfen. Kann man nicht mit den Türen vergleichen, aber sie haben ihren Sinn und Zweck. Die Ritter der Königin, sehr starke Einheit. Vor allen Dingen kann man damit Gegner sehr gut aufrauchen. Hat bloß den Nachteil, dass wenn man Cooldown hat, muss man die Einheit definitiv mit Eisenseiten spielen, um sie wieder rausziehen zu können. Ansonsten platzen die halt sehr, sehr schnell auf. Season Pass Belohnungen und ich sag mal, das Kostüm zum Beispiel hier Level 100 beim weiblichen Charakter ist einfach so Boobies! Und auch ich muss mal gucken, der Level 1er Skin, der hier, der ist auch nicht schlecht. Ich meine, der ist besser als manche Level 100er Season Skins von den alten Seasons. Und ja, Runen, wie gesagt, wie immer, fast standardmäßig mittlerweile. Season Shop ist auch standardmäßig wie die letzten Sachen. Und wenn wir jetzt gucken, was die Kampagne uns so gebracht hat, könnte ich jetzt persönlich einfach bloß sagen, die Eröffnung war der Horror. Nichts ging Ende letzten Jahres. Es war ja geplant, dass vor Weihnachten ein paar TWs kommen. Es war bis Weihnachten und nach Neujahr kein richtiger TW vorhanden, weil alles Drill-TW, alles war Kacke. Anfang des Jahres. Ostaria ging auf. Auch immer noch Surferprobleme. Hat sich auch bis jetzt nicht geändert. Und das hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen. Dann konnte man die Hauptstädte angreifen. Da gab es auch immer mal wieder Probleme mit den Surfern. Hauptsächlich mit den Logins vor und während des TWs. Und mittlerweile ist es so, wir hatten jetzt letzten Samstag Drill-TW, wir hatten gestern Drill-TW und wir haben Samstag wieder Drill-TW. Und warum? Ganz einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr loggt euch ein zum TW, was jetzt bei uns letzte Woche war, Dienstag, und es hieß für uns, wir gehen auf An Liang, weil das ist die Kartenstellung, die wir hatten und wir wollten An Liang angreifen. War alles schön und gut. Wir haben uns zurechtgefunden, wir haben uns eingefunden, haben gesagt, gut, wir sind fertig, wir warten auf An Liang und gucken dann halt dann wirklich, wie es losgeht für uns. Allerdings hat mit An Liang an dem Dienstag einiges an Problemen angefangen. Erstens, ich bin schon gegen mal 7:45 angeschrieben worden von ein paar Leuten. Könnt ihr euch einloggen? Und dann habe ich schon so gemerkt, so, ja, bei uns sind auch ein paar Leute dabei gewesen, die gesagt haben, jo, wir kommen nicht rein, Warteschlange. Und dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, wenn Warteschlange ist, ist der TW für den Arsch. Wird zwar vielleicht kein Drill-TW gemacht, aber wenn man Warteschlange hat beim Einloggen, kann man gleich wissen, der TW wird gerollt, also einfach, es gibt ein Rollback dann am Ende und es ist einfach egal dann. Wir hatten halt, wie gesagt, den Angriff auf An Liang. Wir haben An Liang bekommen, sogar relativ einfach. Und unsere Allianz hat sich gefreut. Und ich persönlich habe mich da jetzt nicht so sehr drüber gefreut. Ich meine, ja, cool, man hat eine Hauptstadt angegriffen. Man hat die Hauptstadt gewonnen. Man hat die Hauptstadt aber auch gewonnen, weil der Gegner nicht mit voller Mannstärke drin war. Das heißt, die sind mit, ich sag mal, 14 bis 10 Mann, so 10 bis 14 Mann dauerhaft drin gewesen.
dass wir dann natürlich mit 40 Mann, die dann dort gewesen sind, die Oberhand hatten, fühlt sich nicht so, es sag mal, es fühlt sich nicht so wie ein richtig geiler Sieg an. Es war mehr so, hey, wir haben die Stadt. Ja, wir haben die Stadt. Cool. Fühle ich mich jetzt nicht so. Also ich hätte es nicht gefeiert, wenn das so geblieben wäre. Weil ich persönlich es selbst einfach auch unfair gefunden hätte. Ansonsten größtenteils das Season, oder sag mal eine Vielzahl an TVs, diese Season sind auch Drill-TV geworden. Einfach aus denselben Gründen, weil entweder die Server rumgesponnen haben, die Logins nicht funktioniert haben und irgendwelche anderen oder 15 Probleme, über die man jetzt eigentlich nicht, also an der Stelle des Spiels eigentlich nicht mehr drüber reden müsste, weil sie eigentlich hätten gar nicht existieren dürfen. Was ich persönlich jetzt von meiner Seite aus sagen muss, ist, jeder kennt's. Wenn ihr KI-Matches wollt, könnt ihr Ausbildungslager machen. Dann spielt ihr 5 gegen 5 und habt meistens Bots dabei. Kann auch sein, dass es mal ein paar mehr sind als 5 gegen 5, aber im Normalfall spielt ihr 5 gegen 5 und das sind alles Bots. Es ist aber auch mittlerweile ist so weit gekommen, dass wenn ihr irgendwo zwischen 10 und 14 Uhr ungefähr spielt, also 14 Uhr ist die Zeit, wo ihr dann keine Bot-Games mehr in der Belagerungsschlacht habt. Es ist wirklich so, dass ihr zwischen 5 und 10 Bots in den Matches habt. Ich hatte sogar ein Match dabei gehabt, jetzt Anfang der Woche, da war ich komplett allein. Das waren 14 Bots und ich denke mir so, okay, ich habe 14 Bots, der Gegner hat gar nichts gehabt, also auch nur Bots. Und dann stehst du da, denkst du so, ja, ich gehe mir jetzt mit einer Einheit hier auf die Mauern, zum Beispiel, keine Ahnung, ihr sagt, ihr habt Bock auf diese Ladars oder auf die Hashashins oder Ritter Königin, was auch immer. Irgendwelche Nahkämpfer, ihr stellt euch auf die Mauer und könnt zugucken, wie die einfach alles niedermähen. Weil Bots werden euch keine Trieböcke werfen. Bots werden am Anfang einfach straight Mauern klettern und alles schieben, was sie so finden. Und die Bots wehren sich auch nicht wirklich sehr stark. Es ist einfach an manchen Stellen, ich meine, wenn man dann Bock hat, lässt man sie in Richtung Endcap pushen, dann kann man länger gegen sie fighten und mehr Punkte rausholen, um zum Beispiel, ihr sagt, ihr braucht für die Kraftprobe, zum Beispiel hier Ritter der Königin, braucht ihr, irgendwo hier unten war es, 1000 Punkte. Ja, ich glaube, das war beim letzten. Ne, hier hatten wir es genau. In 8 beliebigen Feldüberlagerungsschlachten mindestens 1000 Punkte für getötete Soldaten. Konntet ihr ganz easy dort farmen. Auch das hier. Einfach hier, das großes Blutbad. Könntet da drin auch theoretisch sehr easy farmen, weil ihr stellt euch hin. Und ihr nehmt zum Beispiel Arkebusiere, wenn es irgendwelche Maps sind, die ein bisschen offener sind. Und ihr ballert die Gegner weg. Ihr stellt euch mit Einheiten auf die Mauer, zum Beispiel Waffenknechten oder ähnlichen. Und die Gegner kommen hochgelaufen und kriegen direkt Schilde und Schwerter in die Fresse, sterben. Ich persönlich finde das ziemlich lame. Und ich persönlich habe auch so um die Zeit meistens nur das Vergnügen, dann hier in CB drin zu sein. Und dann spielt man halt und denkt sich so, hey, Botgame. Wuhu, Einheiten schnetzeln. Ich habe es geschafft, innerhalb von nicht ganz 5 Tagen die Feuerlanzenträger, also die Standardfeuerlanzen, auf Level 20 zu bringen dadurch. Einfach, weil man stellt sich rein und hat nach einer Runde so 1-2 Level. Einfach weil man so viel XP farmen kann, wenn man zu dieser Zeit spielt. Und fühlt sich auch, wie gesagt, es fühlt sich einfach so an, als würdest du irgendwelche kleinen Seerobben klopfen. Also gar nicht gut. Aber du kannst darin zum Beispiel, wenn du sagst, du bist mit einer Einheit schlecht, kannst du da zum Beispiel, das ist vielleicht was für Anfänger, kannst du dann lernen, mit der Einheit umzugehen. Zum Beispiel, du sagst, du hast keine Ahnung in normalen Matches, wann du mit zum Beispiel den Oroshis diesen doppelten nach vorne Stoß machen sollst. Sowas kann man da drin üben, fühlt sich allerdings auch nicht so geil an.
Und ja, das ist halt so jetzt der derzeitige Stand des Spiels. Ich persönlich wollte ja auch wieder etwas öfters streamen. Es macht aber keinen Spaß zu streamen in Conqueror's Blade, weil entweder hat man toxische Lobbys, wo halt dann wirklich nach 2 Minuten schon geschrieben wird, das Spiel ist geworfen, Noobs, hast du nicht gesehen? Also das sind so die einfachen 0-15 Spieler, die dann schon das Handtuch werfen. Man hat A verloren und schon wird rumgemeckert, Lost Game, GG und dann Ende. Stehen die Leute zum Beispiel dann irgendwo rum. Und das ist einfach das, wo ich persönlich jetzt für mich sage, ich spiele CB nicht mehr als Hauptspiel. Katerchen, was ist denn los? Falls ihr es im Hintergrund ganz laut machen hört, ich habe einen jungen Kater und der denkt hier, er muss die ganze Zeit durch die Kante brüllen, weil ich mich ja mit irgendjemandem unterhalte. Wie gesagt, Conqueror's Blade als Hauptspiel zurzeit spielen ist meiner Meinung nach lohnt sich's nicht, weil was bietet das Spiel einem derzeit? Verbuggte Lobbys, NPC-Games, toxische Community. Selbst im eigenen Haus hast du dann irgendwann mal dann Spieler, die dann einfach dann sagen so, yo, das ist doch Rotz, das ist Kacke. Das bringt halt einfach nichts. Ich habe das Spiel jetzt jahrelang gespielt. Ich gucke jetzt mal aus Spaß, wie viele Stunden ich in CB habe. So. Gucken wir doch mal in Conqueror's Blade. Wie viele Stunden habe ich denn da drin? 4731 Stunden. Abgerundet. Das ist alles, was ich in das Spiel reingesteckt habe. Ich bin mittlerweile Level 2918 und habe nochmal zusätzlich einen Charakter mit Level 1000 und ein paar zerquetschte. Das hier ist mein anderer Charakter. Mein erster Charakter, den ich auf EU2 gespielt habe. Und der ist auch über Level 1000. Das heißt, ich habe insgesamt irgendwo über 4000 Level gemacht. Plus die ganzen Charaktere, die ich im Laufe der Seasons erschaffen habe. Um zum Beispiel zu zeigen, yo, so sieht's aus, wenn ihr hier anfangt zu spielen. Das ist das neue Level-Up-System. Guckt's euch an, ist alles cool. Und ich persönlich muss auch sagen, so, es ist ganz nett an vielen Stellen, aber es sind einfach auch Dinge dabei, wo ich sage, lohnt sich für mich nicht mehr. Also 24-7 das Spiel spielen, sehe ich nicht mehr. Hier, fast Level 1200. Und das macht das dann auch aus, wo ich dann sage, ich weiß nicht mal mehr, ob ich die nächste Season spielen will. Weil, ja, lohnt sich in meinen Augen gerade nicht. Also diese Season, wenn jemand sagt, voll geil, ich meine, wie gesagt, ja, Einheiten toll, aber ansonsten ist es dasselbe wie die letzten Seasons. Es fühlt sich ja einfach bloß noch schlechter an, weil es einfach, ja, gefühlt einfach von dem, wie man gespielt wird hier, es fühlt sich einfach kacke an. Und dann ist halt auch das einfach, wo man sagt, naja, kann man das jetzt so als guten Spielstil betiteln? Weiß es nicht. Ich persönlich würde einfach sagen, ich fühle das zurzeit nicht. Das macht es für mich auch schwierig zu sagen, ich stream da mal was. Ich habe jetzt andere Dinge probiert. World of Warships zum Beispiel. Das ist jetzt halt dann der Abschluss zu diesem Video. Ich habe probiert WoT, also World of Tanks, World of Warships so ein bisschen zu streamen. Für World of Tanks bin ich nicht gut genug. World of Warships ist so, glaube ich nicht, dass da großartig jemand schauen würde. Und andere Spiele sind derzeit auch nicht so, dass ich sagen würde, habe ich voll Bock drauf. Wahrscheinlich hätte ich sogar eher Bock drauf, wieder Guild Wars anzufangen. Da fehlt mir allerdings eine Community, die aktiv mitspielen würde. Weil das Problem ist, habe ich keine Community, die aktiv mitspielt.
habe ich wieder das Problem, dass ich dann einfach zu irgendeinem Zeitpunkt dann wieder dann die Lust dran verliere, was ich auch nicht möchte. Und das ist halt für mich dann das, wo ich einfach. Es ist einfach schade. Okay. Wie gesagt, ich persönlich, ich bin derzeit relativ traurig darüber, dass der Stand des Spiels so ist, wie er ist. Und ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, die nächste Season wird eine anständige Season. Ich hoffe, sie lassen sich Zeit, bevor sie die nächste Season rausballern, sinnlos. Und machen erstmal das, was sie wirklich dringend tun müssen. Und das ist jetzt auch an alle von MyGames-Mitarbeiter. Falls das hier irgendjemand sieht, bitte. Das ist die einzige Bitte, die eigentlich jeder Spieler hat derzeit. Wir brauchen keine neue Season. Wir können diese Season ja auch noch einen Monat oder zwei verlängern. Das ist alles kein Problem. Aber bitte, fix die Server. Bringt es in Ordnung, dass die Server funktionieren, wie sie sollen. Dass man zu jedem Zeitpunkt sich einloggen kann und nicht das Problem hat, dass das vor den TVs nicht funktioniert. Und vor allen Dingen fix die Qualität der Server. Dann hat das Spiel schon ein ganz anderes Value. Dann könnt ihr viel mehr Geld damit machen, theoretisch, wenn das Spiel nicht so buggy ist. Weil die Leute sind auch dann garantiert, ich sag mal, eher gewillt, Geld zu investieren in ein Spiel, wo man auch sagt, so, okay, das funktioniert. Es macht immer Spaß. Dies ist alles ein bisschen besser gebalanced. Und ja, das würde schon sehr, sehr viel ändern. Zum Beispiel Balancing-Fragen technisch hatte ich schon vor Jahren angesprochen. Einfach sobald Pferde, also Kavallerie, kann man ja entweder so machen, dass man Kavallerie, die man benutzt, reduziert. Das heißt, im TW. Oder in Belagerungsschlachten zum Beispiel spielst du wirklich in einer Stadt, hat die Kav entweder in der Stadt einen Debuff, der ihren Schaden um 50% und ihre Geschwindigkeit um 50% verringert. Oder man sagt zum Beispiel, dass Kavallerie gecappt wird in der Stadt. Es können nur 5 Kavallerien ausgewählt werden und sobald 5 Spieler Kavallerie gewählt haben, 5 unterschiedliche Kavallerien, dann kannst du keine mehr auswählen. Das heißt, da steht einer, der hat 3 Kavs drinne. Dann haben nur noch zweimal die Möglichkeit, einmal Kav zu picken. Und dann ist das, dann reicht das. Wenn man sowas umsetzt, easy. Das Spiel funktioniert wieder. Du hast mehr Diversität, du hast mehr Nahkämpfer. Du musst nicht mehr davon ausgehen, dass du jede Zeit irgendwo von Pferden niedergemäht wirst. Und schon hast du zum Beispiel dann bei Stadtkämpfen auch eher mehr, dass dann wirklich dann am Endpunkt oder so dann nicht mehr nur noch Kaff reingespammt wird, sondern dass dann wirklich dann Einheiten, ja gut, okay, die Rattan Scharfschützen, jeder weiß es, ist eine derzeit als blaue Einheit, eine Meta-Einheit, kann man immer einsetzen. Die kaiserlichen Arkebusiere, die Fusiliere des Kriegsrats, sind alles beides, zum Beispiel bei Fernkampfeinheiten, Meta-Einheiten. Sind super stark. Flügelhusaren, Kreuzritter, Kataphrakt sind auch sehr stark. Kann man alles benutzen. Auch Waffenknechte, Palastwache. Alles tipptopp. Und ja, es würde halt, wie gesagt, alles viel mehr Diversität, nenne ich es mal, reinbringen ins Spiel. Und das ist eigentlich so das, wo ich drauf hoffe, dass dann wirklich die nächsten Seasons einfach besser werden, was das angeht. Dass ich dann wirklich denke, okay, ich gebe dem Spiel noch eine Chance. Bevor ich es dann wirklich sage, ich lege es ad acta und dann war's das. Weil wie gesagt, derzeit spiele ich einfach ein Uralt-Spiel. Einfach weil es mehr Spaß macht. Und ich hoffe auch, dass ihr weiterhin Spaß am Spiel habt. Dass ihr euch nicht davon unterkriegen lässt, dass diese Season halt jetzt hier scheiße gelaufen ist. Und ja, drückt mal einfach die Daumen und hoffen, dass nächste Season besser wird. Wenn ihr zum Beispiel Vorschläge hättet, wie man das Spiel verbessern könntet oder könnte, dann bin ich dafür natürlich sehr gerne offen und auch für Vorschläge und würde auch zum Beispiel darüber diskutieren. Und damit würde ich sagen,
Dankeschön fürs Zuhören. Ja, man sieht sich wahrscheinlich bei einem Stream oder einem normalen Match irgendwo. Und wenn nicht, dann einfach im nächsten Video. Damit haut rein. Ciao, ciao. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu bewerten. Und damit gute Nacht. Als ein kleines Beispiel dafür, wie so ein, ich sag mal, ein kleines Bot-Game ablaufen kann. Ihr seht, ich habe 3 Kills, bin 2-mal gestorben, habe ordentlich Schaden gemacht, ordentlich Schaden eingesteckt, 1000 Punkte für getötete Einheiten. Ihr seht auch hier, da gab es ordentlich was abzufarmen. Bevor mein Maus eigentlich gesehen, egal. Aber wenn wir durchgucken, ihr seht, haufenweise Units. Haufenweise Units. Wisst ihr, was das Spaßige daran ist? Ihr müsst in euren Matches darauf achten, wenn ihr Spieler habt, die keinen Surfer-Tag haben. Das sind Bots, die füttern euch mit Kills und Einheiten-Kills noch und nöcher. Was ich persönlich jetzt gerade krass finde. What the fuck bist du denn hier? Also, ohne das jetzt abwerten zu wirken, aber wer unter Bots steht, das ist schon... Ich meine, wir haben Bots bei uns im Team mit 4 Kills. 4 Kills, 4 Assists, 12 4 Kills für Devs, 12 Assists. Es ist Wahnsinn. Ich meine, für der Heilung, wer es kennt, das ist halt dann am Ende... Einfach irgendwo mit Bogenschützen rumstehen. Ich meine, die Rattern, mit denen habe ich B verteidigt. Es ist einfach nur witzig. Die laufen einfach dort lang. Die ignorieren die Ratten, wenn die da an der Seite stehen. Und dann kannst du einfach nur zugucken, wie alles niedergemäht wird. Ich will mal gucken, dass ich noch ein Match bekomme, wo mindestens 10 Bots drin sind. Vielleicht habe ich ja dann noch so ein kleines Leckerli für euch.